Moin Leute, viele aus der Community haben mich gefragt, Andreas, wie sieht es eigentlich mit deiner PV-Anlage im Moment aus? Und ich bin momentan mitten im Aufbau und habe vieles noch nicht fertig, bin an einigen Stellen noch so am Basteln und so weiter, aber ich zeige euch super gerne, wie es im Moment bei mir aussieht und wie der Stand ist. Also es ist total spannend und machen wir mal eine Runde durch die ganze Anlage. Viel Spaß dabei. Hey, ganz kurz nochmal zum Background, vielleicht, damit ihr nochmal wisst, worüber ich hier eigentlich rede. Also, was habe ich eigentlich gemacht? Ich baue mir jetzt schon seit mehreren Jahren eine eigene PV-Anlage mit selbstgebautem Speicher auf. Die Anlage ist auf Eigenverbrauch optimiert und es soll halt nur überschüssige Energie auch legal ins öffentliche Netz eingespeist werden. Mein alter Akku besteht aus ca. 2000 recycelten 18650er Zellen, die ich aus Notebooks und alten E-Bikes habe. Ich blende es euch hier oben nochmal ein, schaut es euch an. Und der ist mir dieses Jahr durch einen Fehler, den ich selbst verursacht habe, tiefenentladen und daraufhin musste ich den deaktivieren und eigentlich komplett neu testen. Also alle Zellen hätten nochmal getestet werden müssen. Und da ich die Zeit einfach nicht mehr dafür habe, habe ich das Teil an einen Kumpel verschenkt, der sagt, ich mache das, ich will nicht, dass die Zellen jetzt einfach weggehen. Und der ist jetzt auch gerade dabei aktuell und testet die immer noch. Mein Kumpel hat auch schon einige defekte Zellen entdeckt. Also unbeschadet hat die Powerwall das nicht überlebt. Ich sage das, weil mir viele dazu geraten haben, in den Kommentaren die Powerwall langsam wieder aufzuladen und dann einfach weiter zu nutzen. Und ich möchte hier nochmal ganz klar sagen, dass dieses ultra langsame Laden, von dem immer gesprochen wird, ist eher als Homöopathie zu verstehen. Das macht keinen großen Sinn, das ändert nichts. Das Ding ist halt einfach, wenn die Zellen einmal im tiefenentladenen Zustand Dendriten ausgebildet haben. Ja, ich blende hier nochmal ein Bild ein, wie diese Dendriten aussehen. Dann kannst du noch so langsam laden. Die Dinger sind da und die sorgen für interne Kurzschlüsse. Das muss nicht mal sofort auffallen, sondern das kann auch erst nach einiger Laufzeit auffallen und dann kann es halt passieren, dass die Zellen auch wirklich anfangen zu brennen. Bitte passt auf, was ihr da macht. Ihr seid für eure eigene Sicherheit und auch für die Sicherheit eurer Mitbewohner verantwortlich. Ja, das ist wirklich kein Spiel. Ja, eben. Das ist ein gebrauchter Hochenergieakku, mit dem man sehr behutsam umgehen muss. Also bitte mit gegebener Vorsicht, ja, so wie ich das selber auch mache. So, ich zeige euch jetzt hier erstmal meine alte Anlage. Also was ihr jetzt hier eingeblendet seht, das sind quasi 5,8 kW. Das sind jeweils 320 Watt Panels von Luxton, die schon lange im Einsatz sind und sehr, sehr gut funktionieren auch. Und die sind auf meinem Carport aufgeschraubt. Und das ganze System ist jetzt ein kompletter String, so wie er ist. Die sind alle komplett in Serie geschaltet und gehen dann runter in diesen Container, den ich euch gleich noch zeigen werde. Da ist dann die gesamte Elektronik drin. Zusätzlich habe ich nach diesem String jetzt noch einen zweiten integriert mit 10x410 Watt Panels. Und der ist quasi auf unserem Verandadach. Den habe ich auch ein bisschen anders angebracht. Ihr seht hier, dass ich dort hinten quasi, das sind Trapezschienen, also die sind flach aufliegend, die habe ich an der Seite nochmal abgedichtet mit Bitumenband und so weiter. Also das war auch relativ aufwendig, das zu machen, damit es dicht wird, aber es funktioniert recht gut. Und die neuen Panels sind über ein Schienensystem auf meinem Verandadach angebracht. Das zeige ich euch auch gerade, wie das aussieht. Ja, ihr seht hier, das ist unser Verandadach und das ist ein Holzgestell quasi hier mit einer Bitumenplatte oben drauf. Und das hier sind die neuen Module. Ihr seht, dass sie hier über ein Schienensystem integriert sind oder aufgebaut sind. Hierfür kamen 10x von Yasolar 410 Watt Panels zum Einsatz. Das sind monokristalline Panels, PERC, Halbzellenmodule. Ein Panel hat ungefähr 140 € das Stück gekostet. Der Versand waren ungefähr 80 €. Ich habe es zusammen mit einem Kumpel bestellt, der auch ein paar haben wollte, und dann konnten wir uns den Versand teilen. Der Händler heißt Nils24 und ist auch bei uns im Forum recht bekannt. Ich persönlich kann den nur empfehlen. Der hat eigentlich ganz gute Preise und alle Panels wurden einzeln getestet und auch das Testprotokoll mitgeliefert. Also eigentlich ein sehr, sehr guter Laden. Ich sage es jetzt hier direkt, ich habe keinerlei Verbindung zu dem Händler, sondern bin auch nur normaler Kunde bei dem. Also ich bekomme und werde auch kein Geld oder Rabatte von dem erhalten. Die Empfehlung ist einfach als ganz normaler Kunde bei ihm und er weiß gar nicht, dass wir so einen YouTube-Kanal haben. Das Ganze sind Halbzellenmodule. Das heißt so viel wie, dass das Panel in zwei verschiedene Teile aufgeteilt ist. Ein Teil hier quasi, die sind immer in Serie geschaltet.
und der andere Teil auch. Und die treffen sich dann hier in der Mitte quasi und werden dort parallel verschaltet. Das hat für mich zwei Vorteile. Zum einen, ihr seht, also hier rechts ist quasi die Hauswand nochmal, die drüber steht. Das heißt, ich habe über einen gewissen Teil des Tages halt diesen einen Teil hier verschattet oder zumindest teilweise, sodass halt der Teil immer noch voll arbeiten kann. Also das macht jetzt in meinem Fall hier sehr viel Sinn, diese Halbzellenmodule zu verwenden. Und das würde ich über Bypass-Dioden wahrscheinlich nicht ganz so gut realisieren können. Zudem haben Halbzellenmodule etwas geringere Verluste, da die Zellverbinder nur den halben Strom leiten müssen. Also hier diese Zellverbinder sind quasi hier diese kleinen Leiterbahnen, die ihr hier sehen könnt. Und die müssen nur den halben Strom leiten, daher geringere Leitungsverluste. Und das resultiert in ca. 2-3% weniger Gesamtverlust. Also das ist nur recht lukrativ. Die Schienen und die ganzen Montageteile, die ihr hier seht, die gab es natürlich auch nicht umsonst. Ich glaube, ich habe für wirklich alles, Schrauben, Schienen, Modulklemmen und irgendwelche Kleinteile, ca. 500 Euro bezahlt. Bestellt habe ich es mit dem Dirk zusammen. Den kennt ihr vielleicht noch aus anderen Videos von mir. Ansonsten blende ich da nochmal einen Link ein. Wir haben bei einem Profi-Nest-Shop bestellt. Der Link ist unten. Die Teile haben wir dann selber abgeholt dort. Und also da der Versand nicht so ganz günstig ist, natürlich bei so langen Teilen. Also diese Schienen, die ihr hier seht, sind 6 Meter das Stück lang, aber man kann die auch kleiner bestellen und dann lässt sich es wahrscheinlich auch besser versenden und abholen. Auch hier nochmal, ich habe mit denen nichts am Hut. Ich bin ganz normaler Kunde bei denen und kriege kein Geld dafür. Die wissen auch, soweit ich weiß, nicht, dass ich so einen YouTube-Kanal habe. Also an sich ein guter Laden, wir haben gute Erfahrungen gemacht, auch relativ günstig für diese Teile. Und was ich dort auch entdeckt habe, das fand ich auch nicht so schlecht, ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, die haben auch eine sehr coole Balkonhalterung für PV-Module zum fairen Preis. Also das kann man sich auch nochmal anschauen. Okay, wir sind jetzt hier in dem Container. Der Container ist natürlich aus Stahl, das heißt, wenn die Sonne hier drauf knallt, wird es hier sau heiß. Deswegen ist hier eine Lüftung eingebaut, also die Lüftung saugt quasi die Luft hier raus und das hilft echt extrem. Also ich war wirklich überrascht, wie viel das eigentlich ausmacht im Sommer, sonst wird es hier drin wirklich zu heiß. Das andere ist, hier haben wir die zwei Kabel der PV-Strings. Das eine ist hier von der Veranda, was ich euch eben gezeigt habe. Hier ist der String des Carports. Die gehen in diese DC-Isolatoren rein. Das heißt, an dieser Stelle kann ich beide Strings hier vollständig entkoppeln von der gesamten Anlage, wenn das nötig sein sollte. Hier haben wir zum einen dann die beiden Strings gehen dann hier in die Überspannungsschutzschaltung rein. Das heißt, wenn jetzt irgendwie Überspannung sein sollte durch einen kleinen Blitz oder sonst irgendwie was, sollte das hier abgefangen werden und über die Erde abgeleitet. Zusätzlich ist hier noch dann die DC-Sicherung, die ich natürlich benötige für die beiden, also ein Leistungsschutzschalter. Und hier links könnt ihr sehen, ist der FI-Typ B, der quasi dann nach dem Wechselrichter kommt. Und hier auch nochmal eine zusätzliche Sicherung. Und das war es schon mit der Verkabelung. Ich habe mir dieses Mal ein bisschen mehr Mühe gegeben, das Ganze ein bisschen sauberer und schöner aufzubereiten und denke, es ist auch in meinen Augen, also für meine Verhältnisse, ist es recht gut gelungen. Und da machen wir jetzt weiter mit Wechselrichter und Batterie. Also ihr seht, hier ist noch alles im Aufbau. Der Wechselrichter, der hängt und der läuft auch. Momentan ist aber nur ein kleiner Behelfsakku, der läuft mit grob 1 Kilowattstunde. Der ist hier hinter, den könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Ich blende aber hier oben noch mal ein Bild ein. Mein neuer Akku besteht hier aus diesen 16 Lithium-Eisenphosphat-Blöcken mit jeweils 200 Amperestunden. Damit komme ich auf insgesamt 10 Kilowattstunden. Die Blöcke sind von der Marke Li Shen. Das ist ein recht großer chinesischer Hersteller, der auch ordentliche Akkus macht. Also den kann man durchaus nehmen. Das Ganze hat gekostet, also diese Blöcke inklusive Zoll und Versand, für 1200 Euro. Ich habe die bei Shenzhen Basin bestellt und wie gesagt, Zoll, Versand und so weiter haben die alles bestens abgewickelt. Das war für chinesische Verhältnisse wirklich sehr angenehm. Mein Kumpel Dirk, mit dem ich auch schon ein paar Videos gedreht habe, der hat bei denen ebenfalls 16 270 Amperestunden Blöcke bestellt von Eve und ist ebenfalls sehr zufrieden bisher. Wie ihr seht, ich bin momentan hier auch noch am Testen. Also wir sind mit den Tests noch nicht durch, Dirk auch noch nicht komplett. Und sobald ich die Tests hier fertig habe, werde ich euch natürlich alle Ergebnisse zeigen und auch liefern und bei vom Dirk auch. Also da haben wir dann zumindest schon mal 2 Testergebnisse, die halt irgendwie ein bisschen belastbar sein sollten. Bisher sieht es aber so aus, also alles, was ich bisher gemacht habe, ist die internen Widerstände zu dokumentieren und auch die Selbstentladung zu messen. Ich bin jetzt momentan bei der Selbstentladung und bisher ist es so, dass die Blöcke wirklich alle perfekt gebalanced waren.
Und die Selbstentladung bisher, ich bin jetzt glaube ich bei 20 Tage Test, also halt einmal auf ungefähr 50% geladen, dann 20 Tage stehen lassen. Ich möchte die aber 30 Tage stehen lassen und dann gemessen, wie viel Spannung verlieren die. Und bisher sind es tatsächlich nur 0,2%. Das ist mega. Also viel besser wird das nicht. Wir haben aber leider auch ein Forenmitglied, was mit dem Laden auch negative Erfahrungen gesammelt hat. Er hat jetzt bereits zum zweiten Mal dort bestellt und die erste Lieferung war sehr gut. Bei der zweiten Lieferung ist ein Block defekt gewesen und das Rücksendeverfahren, was sie ihm angeboten haben, das hat sich sehr lange hingezogen, konnte letztlich jetzt gelöst werden. Allerdings war das alles etwas, ich sag mal, nervig. Ne? Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Von daher kenne ich das Garantieverhalten von denen nicht, also damit habe ich keine Erfahrung und kann auch darüber eigentlich nur wenig sagen, bis auf diesen einen Fall mit unserem Forummitglied, wo es jetzt nicht so gut gelaufen ist. Falls ihr also noch irgendwie positive oder auch negative Erfahrungen mit denen habt, dann würde ich mich super über einen kleinen Kommentar freuen und dann kann ich eure Erfahrungen gebündelt auch weitergeben hier über YouTube und da haben wir alle was davon. Aber nur noch mal zum Zusammenfassen, bei mir und Dirk waren die Erfahrungen mit dem Händler eigentlich sehr positiv. Okay, ich habe nach der Bestellung von mir und Dirk auch angefragt, ob meine Zuschauer einen Rabatt kriegen können, wenn ich die Teile vorstelle. Und die haben das halt mitgemacht und in der Beschreibung unten findet ihr drei Links zu 202 Amperestunden und 280 Amperestunden Blöcken. Und wenn ihr die Links nutzt, dann bekommt ihr 2% Rabatt bei denen. Auch hier wieder, ich bekomme kein Geld dafür und habe selbst nicht mal die 2% Rabatt bekommen. Also ich bekomme überhaupt gar nichts dafür, ja. Ich habe dort damals als normaler Kunde bestellt, also die wussten auch zu diesem Zeitpunkt noch nichts von meinem Kanal und danach gefragt, ob die meinen Zuschauern einen Rabatt geben, wenn ich die Akkus vorstelle und die haben halt ja gesagt. Ich habe denen am Anfang auch noch nichts gesagt, dass ich diesen YouTube-Kanal habe. Der Grund war, dass ich halt vermeiden wollte, dass ich irgendwelche Promo-Akkus bekomme, die vielleicht besser sind als das normale Zeug. Aber wie gesagt, die Teile habe ich als ganz normaler Kunde bestellt und beim Dirk war es ebenfalls so. Aber trotzdem, ich kann euch natürlich nicht garantieren, dass die Blöcke alle so gut sind wie die von mir und Dirk und ich weiß auch nicht, inwiefern die zu ihrer Garantie stehen. Bei Alibaba und Co. muss man bei Garantie wohl leider immer so mit den ein oder anderen Schwierigkeiten rechnen. Also ich befürchte, dass das in der Regel fast immer so läuft. Im Forum von Will Pros, den kennen sicherlich auch einige, wird über Shenzhen Basin auch sehr viel diskutiert. Das ist an sich ein recht großer Händler. Schaut da am besten einfach mal rein und informiert euch im Zweifelsfall lieber nochmal selbst. Okay, wie gesagt, Dirk und ich waren sehr positiv überrascht und haben sehr gute Blöcke bekommen. Versand waren circa 2 Monate. Und der Preis war in meinen Augen auch sehr fair und die exakten Ergebnisse, wenn wir die Tests alle durch haben, bekommt ihr dann auf jeden Fall auch noch nachgeliefert. Die Blöcke möchte ich mit einem selbstentwickelten aktiven Balancer versehen, da mir die üblichen Kondensator-Balancer einfach zu schlecht sind. Ich zeige hier nochmal ein Beispiel von den Dingern, die ich meine. Oder was heißt zu schlecht? Zu schlecht heißt für mich zu wenig Strom shiften. Warum ist das so? Ihr müsst halt immer bedenken, dass der Strom, den die aktiven Balancer shiften können, immer, also meistens von der Spannungsdifferenz der beiden Blöcke, die sie halt austauschen möchten, abhängt. Ja? Das heißt, wenn der jetzt hier 3 Volt hat und der 3,2, dann können die halt auch ein bisschen was shiften. Wenn jetzt der Unterschied aber nur, 3,21 und 3,2, also es wäre 0,01 Volt Differenz wäre, dann ist der Strom, der hier fließen kann, sehr, sehr gering bei dieser Art von Balancer. Und das Problem ist halt einfach, dass bei Lithium-Eisenphosphat-Akkus die Spannungskurve sehr flach ist und in der Regel dadurch halt auch einfach die Spannungsdifferenzen sehr klein. Und das wiederum hat zur Folge, dass die Amperezahl, die auf den aktiven Balancer steht, oft steht da sowas wie 2 bis 5 Ampere, überhaupt nicht eingehalten werden kann. Das heißt, die reale Amperezahl, die da eigentlich fließt, ist viel, viel geringer und reicht unter Umständen überhaupt nicht aus, um die Teile wirklich zu balancen. Eine Lösung wäre, passive Balancer zu nehmen. Die könnten bei solchen Blöcken möglicherweise sogar sinnvoller sein, weil ich es dann einfach nur ab dem oberen Level praktisch mache. Ja, ich verbrenne damit zwar Strom, aber bei Lithium-Eisenphosphat kann es sein, dass das unter Umständen sogar mehr Sinn macht als aktive. Wie gesagt, ich baue mir das Teil nochmal selber und mit dem werde ich halt wesentlich höhere Ströme realisieren können. Und sobald ich den Bau meines eigenen aktiven Balancers anfange, bekommt ihr natürlich wieder alle Pläne von mir. Es wird alles Open Source, also das ist wie immer bei mir. Natürlich, wenn ihr das was nachbauen möchtet, ist das wie immer auf eigene Verantwortung. Das ist alles experimentell, was ich hier mache. Und ich kann euch da überhaupt nichts für garantieren oder so. Also wie gesagt, immer selber den Kopf einschalten, auch wenn ihr das von mir habt. Ich denke, das versteht sich vermutlich von selber.
Als BMS nehme ich wieder mein selbstentwickeltes BMS. Im Videolink seht ihr oben. Dieses BMS ist auf Basis von kleinen Arduino-Modulen. Ihr seht es hier. Ein Raspberry Pi als Datenlogger und Steuerung der Notfallschaltung. Also das heißt, wenn irgendwie Unterspannung, zu hohe Temperatur oder so realisiert wird, greift dann sofort der Raspberry Pi an und schaltet hier alles ab. Das ist alles noch nicht angeschlossen. Wie ihr seht, ich bin einfach noch nicht so weit. Die BMS-Module werde ich auch noch auf ESP Easy umstellen und auch nochmal einen Unterspannungsschutz realisieren, damit ich nicht nochmal meine Powerwall frittiere, wie ich es oben in dem Video beschrieben habe. Also viele wissen das schon. Ich hatte einmal eine große 18650er Powerwall, die habe ich auf 0 Volt runtergebracht und die war dann auch praktisch nicht mehr zu nutzen. Die Anmeldung der Anlage geht auch immer weiter vorwärts. Also in einigen Monaten sollte das Ganze jetzt auch endlich mal abgeschlossen sein. Wir sind jetzt aber mittlerweile so weit mit der Anmeldung, dass prinzipiell nichts mehr schief gehen sollte. Okay, was hat die Anlage gekostet? Ich denke, neu dürfte so eine Anlage auf jeden Fall über die 20.000 Euro gehen. Ich weiß es aber nicht genau. Ich habe jetzt hier kein Angebot vorliegen in dieser Größenordnung. Wenn ihr da was habt, dann bitte unten im Kommentar schreiben. Das fände ich total interessant, also wenn ihr da reale Werte habt. Meine eigenen Kosten belaufen sich auf ca. 3.300 Euro nur für die Panels. Alle Werte, die ich jetzt nenne, mit Zoll, mit Versand, also wirklich Komplettpreis, so wie man es dann auch vor die Haustür geliefert bekommt. 1.200 Euro für den Wechselrichter, 700 Euro nochmal Montagematerial, ganz grob geschätzt, hier weiß ich es nicht mehr so ganz exakt, und 1.200 Euro für den Akku. Und nochmal 200 bis 300 Euro für das BMS. Ob ihr das jetzt, wenn ihr es selber baut, dann wird es eher günstiger, dann geht ihr eher Richtung 100 Euro. Wenn ihr es kauft, dann seid ihr eher bei den 200 bis 300 Euro für den BMS, also ein Smart BMS in dieser Größenordnung. Also insgesamt sind wir ungefähr bei 6.700 Euro für die gesamte Anlage. Wie gesagt, das ist halt alles hier und da noch geschätzt, aber die Größenordnung und so weiter, das dürfte schon sehr gut passen. Also das sind jetzt keine komplett frei erfundenen Werte, das sind die Werte, die ich auch ungefähr bezahlt habe. Wenn alles fertig ist, also wenn ich fertig bin mit der Anlage, dann werde ich es auch nochmal schön zusammenfassen und euch auch nochmal die genauen Kosten aufschlüsseln und auch nochmal zeigen, was exakt es gekostet hat. Dann könnt ihr das vielleicht auch selber nochmal besser nachvollziehen. Fehlschläge habe ich nicht mit einberechnet. Natürlich, die kämen auch nochmal drauf. Da waren auch einige und ich habe auch alle dokumentiert. Also wie gesagt, wie immer absolut ehrlich hier in meinem Kanal. Die kriege ich aber auch kostenmäßig einfach nicht mehr so auf die Reihe. Ich denke aber auch, wenn man das vielleicht mit ein bisschen Support auch in unserem Forum und so weiter oder wenn man sich gut informiert vorher und das ordentlich macht, kann man das Ganze auch sauber aufziehen und hat eigentlich keine großen Fehlschläge zu befürchten. Okay, so ist der aktuelle Stand meiner Anlage. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir total. Ich mache sowas immer super gerne oder stelle das auch richtig gerne vor. Ich denke, in ein paar Monaten kann ich euch dann auch nochmal ein Update geben mit der dann hoffentlich komplett fertigen Anlage. Und bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Also macht's gut. Ciao.